Can I be your superhero? Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute orakeln wir Bayern gegen Kopenhagen in der Champions League Gruppenphase. Ihr seht schon, ich habe mich natürlich für Bayern entschieden. Gehe sehr stark davon aus, dass Bayern auch das Spiel hier wieder einigermaßen gewinnen wird zu Hause. Auch wenn sie sich jetzt zuletzt gegen Köln ein wenig schwer getan haben. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich wollte es eigentlich ursprünglich gucken. Dann noch was anderes dazwischen gekommen. Dafür habe ich die Konferenz dann gesehen. Boah, wie kann man den nicht machen? So, wir spielen immer noch auf Profi plus spielbasierte Schwierigkeit oder wie der Rap heißt. Auf jeden Fall ist das hier ein ganz anderer Schnack als das Game, was wir eben hatten. Ich habe nämlich eben schon Leipzig gegen oder City gegen Leipzig so rum aufgenommen. Und da war das zu merken. Also das war schon sehr tricky. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier, wir auch in Real Life, das Ding gewinnen werden. Bah! Ach, auch wenn ich mich jetzt hier gerade wieder ein bisschen schwer tue, den Ball hier unterzubringen. Wir hatten jetzt zwei Top-Chancen. Ja, das war viel zu nah an Torwart rangezogen. Ja, Bayern ja im Hinspiel auch schon ein bisschen, ja, ich sag mal so, nicht unbedingt mega souverän. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass ja, eigentlich dieses Mal vielleicht sogar noch solider also sein wird, der Sieg. Den Bayern sich da ergaunern wird, oder nicht ergaunern, sondern ergattert. Was ich vielleicht noch zu dem anderen Spiel sagen muss, was ich nicht gesehen habe in der Bundesliga, das Freitagsspiel gegen Köln. Klar, Länderspielpause gewesen. Bayern tut sich gegen Köln ja bekanntlich immer ein bisschen schwer. Trotzdem, was mich ein bisschen gewundert hatte, dass da nicht einmal gewechselt wurde. Also auch ein bisschen komisch, dass man gar nicht wechselt in einem Spiel. Aber gut, muss Tuchel wissen. Ich bin ja immer noch skeptisch. Es sieht halt auch aktuell, wenn du so das Ganze auf dem Blatt Papier anguckst, ne? Sie machen sich ja immer auch bei Instagram und so lustig. Kane gewinnt keine Titel. Ne? Tottenham auf einmal so gut wie nie, seitdem er nicht mehr da spielt. Und Bayern habe ich mir dann auch nochmal so ein bisschen versucht, das alles so ein bisschen vor Augen zu führen, sage ich mal. Supercup raus. DFB-Pokal raus. Bundesliga nur Zweiter. Stuttgart spielt gerade. Mal gucken, ob die wieder aufholen. Allerdings müssen die gegen Frankfurt ran. Das könnte durchaus ein bisschen schwer sein. Meine Güte, die Pille geht. Das gibt's nicht. Die will da einfach nicht rein, die Pille. Ey, wir hätten schon 4-0 oder so führen können. Das Ding will einfach nicht ins Tor. Aber vielleicht auch umso besser. Wo? Da hätten wir ihn fast weggenockt, wenn er da nicht noch irgendwie gesprungen wäre. Okay, ich habe eigentlich nur einmal Kreis gedrückt und den Zweikampf hat er ja schon hinter sich gebracht. Was war... So, abseits von denen. Ich wollte eben sagen, was war denn jetzt? Ich habe hier eben überhaupt nicht mehr durchgesehen. Das war alles ein bisschen komisch. Hm. So. Alles klar. Jetzt wieder versuchen, langsam aber sicher das Ganze aufzubauen. Shit. Man will ja immer so ein bisschen versuchen, durchzustarten. Und dann wird man doch wieder irgendwie in die Zange genommen. Oh. Verteidiger nerven ein bisschen von Kopenhagen, muss ich sagen. Die machen das Ding ganz gut zu. Nee. Da liegt noch einer, das sehe ich ja jetzt erst. Da liegt irgendwie noch ein Spieler rum. So. Achso, und vielleicht nochmal, was die Länderspiele angeht, ja gut. Hatte ich, glaube ich, schon im Bundesliga-Orakel gesagt, das würde ich alles nicht so hochhängen. Freundschaftsspiele sind immer so ein bisschen... Naja.
Und weiter geht's. 0-0. Also könnte natürlich auch sein, dass das so ein zähes Spiel wird, ne? Mal gucken, wie Bayern sich da in Real Life schlägt. Aber das sind halt immer so Gegner, wo man sich so denkt, okay, Bayern in Topform, würden die einfach wegrasieren. Aber ich finde Bayern dieses Jahr irgendwie komisch. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, okay, wir haben jetzt hier einen Harry Kane und einen Sané, die das Ganze so ein bisschen hochhalten. Und wenn die beiden nicht wirklich in Topform wären und das Ding nicht so hochhalten würden. Ja, das war auch nix. Na, geht doch. Die Pille doch noch irgendwie drin, auch wenn das jetzt hier irgendwie eigentlich nicht so eine sonderlich starke Position war. Wo ich mir so denke, ja, von da hau ich ihn immer rein. Nö, eigentlich war das sogar ein komischer Winkel so. Aber 1-0. Mal gucken, ob wir da nochmal irgendwie anknüpfen können. Na komm, dränge dich doch durch. Aber das ist für mich durchaus ein realistisches Ergebnis, muss ich sagen. Also das kann ich mir vorstellen, dass das auch in Real Life so abgehen würde. Na, auch hier haben wir es wieder ein bisschen komisch gemacht. Da hätten wir vielleicht besser nochmal zu dem anderen nach oben passen sollen. Oder direkt versuchen. Ah, da steht er leider nicht frei. Sonst hätte man da auch nochmal irgendwie Volley abziehen können oder so. Oh. Ja, und wie gesagt, in der Champions League, ich würde oder gehe nicht davon aus, dass Bayern die Champions League diese Saison gewinnt. Dann habe ich auch was auf Instagram gesehen, so von wegen, da wurde dann immer gezeigt, welcher Spieler zu Hause in welchem, also welchem Land das Champions League Finale stattgefunden hat, und dann haben die jeweiligen Spieler aus dem Land auch also die Champions League gewonnen, weißt, also weiß gar nicht mehr, wie man, also ich habe die jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall der letzte Spieler in dieser Reihe war ein Bellingham, und da das Finale ja in, also ich glaube, die haben alle bei Real Madrid gespielt. Ich glaube, Sonnennummer war das. Die haben alle bei Real Madrid gespielt. Und dann zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der dann die Champions League gewonnen hat, als das Finale in Portugal stattgefunden hat. Ich weiß nicht, das war jetzt ein Beispiel. Ne? Bellingham ist ja aus England und er würde dieses Jahr findet das Champions League, oder sprich diese Saison, findet das Champions League Finale in England statt, in London. Also sind das zum Beispiel gute Karten, dass ein Bellingham bei Real Madrid spielt und das Ding gewinnt. Also ich hoffe, das hat man verstanden, was ich meine. Verschwörungstheoretiker-mäßig müsste Real Madrid dann das Ding gewinnen. Aber ja, da gibt es bestimmt auch ein paar Vergleiche, wo man dagegen wetten kann. Aber ich denke, Real ist ein... Ah, verdammt, nochmal. Das war, achso, sowieso, abseits. Real ist, glaube ich, ein ganz guter Kandidat diese Saison, um die Champions League zu gewinnen. Ich gehe immer noch davon aus, dass Manchester City gar nicht so gute Karten. Also, weil irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Manchester City zwar immer noch stark ist, aber dass da so langsam irgendwie so ein bisschen der Wurm reinrutscht, ne? Aber gut, du kannst immer mal Ausrutscher-Saisons haben. Oder Saisons, wo dann einfach irgendwie die Luft nachher so langsam raus ist. Die Saison hatte ja, glaube ich, glaub letztes Jahr oder so. Da war doch Liverpool auf einmal wieder so komisch. Das kannst du halt immer mal mit bei haben, ne? Dass das denn auf einmal wieder nicht so richtig läuft. Ja, wir haben uns inzwischen hier ein 3-0 erspielt. Auch interessant, dass wir hier dann doch noch auf 3 Tore gekommen sind, obwohl in der ersten Halbzeit ja alles so ein bisschen
in die Richtung ging, dass das vielleicht doch nur irgendwie 0-0 wird oder ein knappes 1-0 oder sowas. Jetzt vielleicht noch 4-0? Boah. Na gut, das wäre vielleicht auch das gut ein bisschen zu viel gewesen. 3-0. Wenn Bayern sich innen rausspielt, dann würde ich das Ergebnis sogar als realistisch ansehen. Aber Bayern muss sich halt auch erstmal wieder so ein bisschen finden. Ne? Wie gesagt, gegen Köln war das ein bisschen tricky. Und im Hinspiel gegen Kopenhagen war es auch ein bisschen tricky. Und ja, mal schauen. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.